Ausführlichkeit seine Kredenzen. Ich bin sehr gespannt und sehr, sehr neugierig. Und er hat auch schon gesagt, da sind auch so einige prominente Persönlichkeiten aus Bad Freienwalde mit dabei. Mal gucken, ob sie alle erkannt werden. Nicht bei null. Das muss ich wirklich auch mal so sagen. Wir haben natürlich ganz konkrete Vorschläge der Stadtverwaltung. Thomas Großkopf, das ist also die erste Person heute und hier, die an uns vorbeigehen flanieren wird und die quasi dann auch das erste Fotomotiv hat. Das Ganze wird natürlich dann auch transportiert, geschoben. Oh!
sehen, ist Kriegsende und Befreiung. Also die Befreiung von dem Nazi-Regime war das eine. Zunächst sehen wir den Dreck. Die Leute sind vor der herannahenden Roten Armee geflohen. Sie sind weit weg von freiem Walde gegangen. Die Stadt musste evakuiert werden. Und als sie zurückkamen, haben sie zwar eine halbe Stadt vorgefunden, aber es war alles geplündert. Die Wohnungen waren zum Teil leer. Eine schwierige Zeit. An der Oder wurde schwer gekämpft. Wir sehen hier Soldaten. Hier waren verschiedene Einheiten zusammengewürfelt. Und so sieht auch die Darstellung des Gedenkstättenvereins aus. Jo, wir haben ja auch Mitglieder des Traditionsvereins Altrand, die sich am Bild beteiligen. Wir sehen hier die kämpfende Truppe, die auch immer, nachdem sie eingebrochen in der Oder gelegen hat, ziemlich abgerissen ausgesehen. Mit dem Moped S50, mit einer Schwalbe, mit einem EMW, Eisenacher Motorenwerke. Die Autos sind in 15 Jahren, aus meiner Kindheit kenne ich das auch gut. Meistens waren sie schwarz lackiert. Die Bad Freienwalder Kindergartenkinder präsentieren sich hier. Das ist die Zukunft unserer Stadt. Und es haben sich hier die Kindergärten, heute heißt das ja Kita, Kindertagesstätte, Kita Bummi, Kita Sonnenschein, Insel Kita Neuenhagen, Kita Bralitz, Kita Altglitzen, Kita Schiffmühle, Kita Fuchsbau, Bad Freienwalde und Kita Altranft mit all ihren Kindern zusammengefunden. Das sind nicht alle, nein, wir haben schon noch ein paar mehr. Es soll ja auch die Geburtenrate wieder angestiegen sein. Also junge Jungs und Mädchen, strengt euch an, wir brauchen Nachwuchs in jeder Menge und freuen uns, dass das so gut klappt. Ja, schauen Sie mal, was die Kinder sich auch für eine Mühe gegeben haben. Das Mädchen mit der Blumenkrone in der Wanne drin, ja, ganz, ganz niedlich aus. So, jetzt kommen die Schulen unserer Stadt. Und die Schulen unserer Stadt sind auch ganz alte Traditionseinrichtungen, die man anklicken kann. Und da sieht man alles, was man sonst nicht so sieht. Ich wurde kürzlich vom Ministerpräsidenten Herrn Wolpke geehrt und war bei ihm in der Staatskanzlei zu Besuch. Die Truppegruppe wird geleitet von Ines Heinrich. Da kommen Sie rein. Die Schulen einzeln sind uns allen bekannt. Das Gymnasium Bertolt Brecht, die Oberschule Kurt und Erna Kretschmann, die Inselgrundschule Neuenhagen, die Grundschule Käthe Kollwitz, die Grundschule Theodor Fontane, die Förderschule Albert Schweitzer und die Laurentiusschule. So, der Truppegruppe folgt nun etwas, was uns ganz lieb ist. Seit 1990 stehen wir in einer steten Partnerschaft mit Bad Pyrmont. Ich begrüße unsere Pyrmonter Gäste, die den weiten Weg auf sich genommen haben und unter Führung von Angelika Rudolf den Festumzug mitgestalten. Herzlich willkommen. Der Bauminister Hartmut Meier sitzt, Damen zuerst, ja, Frau Dr. Zander, die ganz wichtig war für den Prozess, und es sitzt Herr Jörg Rieger in dem Auto, der erste Direktor der neuen Klinik. Den dreien haben wir es zu verdanken, dass wir diese schöne Klinik hier haben und dass unser Moorbad eine Fortsetzung erfahren hat.
In den nächsten Cabrios sitzt die Ehrenbürger unserer Stadt. Ingrid Linke, Willi Knoll und der Bürgermeister, der 1990 die Geschicke der Stadt Empire geleitet hat, Herbert Blanke. Auch dieses Cabrio von der Firma Parno freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ein kultureller Höhepunkt entstanden in der Stadt, der überregionale Ausstrahlung hat, Markenzeichen der Stadt, das immer die ersten Preise abräumt. Den überregionalen Verkehr kennt auch jeder. Das war ein Verein, der sich schon sehr früh gebildet hat und der bis jetzt durchgehalten hat und jedes Jahr dieses Symbol, das in Deutschland im Grunde jeder kennt inzwischen, das von einem naturbeflissenen Freundeskreis entwickelt wurde. Gespannt sein, was die nächsten Monate und Jahre hier an neuen Präsentationen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Ich wünsche den Akteuren viel Erfolg und viel Glück. Ja, der Backofen ist vor ein paar Jahren rekonstruiert worden und er wird regelmäßig auch befeuert und benutzt. Gedreht hat. Damit wurde das Getreide gemahlen. Mit dem schön gepflegten Landsbulldog vorne weg sehen wir hier die Schiffmühle, das nachgeht, also die Wandfallen-Wallern-Wirtschaftshäuser. Was das alles gibt. So, jetzt gucken wir nochmal. Dorflebens Altglietzen. Begrüße die Herrschaften. Was habt ihr da? Bier oder was ist das? Naja. Schon ein bisschen vorbereitet für heute Abend, ja. Und zu einem Schauofen hergerichtet wurde, der sehr sehenswert ist. Von solchen Hoffmannschen Ringöfen gab es ja mal eine ganze Reihe in Freienwalde und Umgebung. Das ist der letzte, der noch fast ganz erhalten ist. Und wir freuen uns, dass der Verein mit Burkhard Irland an der Spitze, der hat ja langjährige Ziegler-Erfahrung und Drehrohrwerk gehabt. Der also 1900 hat man schon mal die Wäsche auch noch in der Oder gewaschen oder im Krebssee. Das war schon so. Vielen Dank. Jahrhundertelang ein Haupterwerbszweig auf der Freien Walder war die Fischerei. Und der Billardverein scheint auch sehr erfolgreich zu sein. Wolljacken, so heißen diese Stellnetze. Und der Koba, die Fischereifanggeräte, Neuenhagen, BSG Traktor hieß der früher. Der Sportverein, der vor allen Dingen auch mit dem Neuenhagener Karnevalsclub verbunden ist. Neuenhagener Karnevalsclub ist auch eine Institution, die sich lange Jahre entwickelt hat. Wir begrüßen Sie alle hier, der neue Partner Karnevalsclub. Mit Fünfengarde, Fünfchen und Männerballett und was man alles braucht, um ein richtiges Karneval zu feiern. Neuenhagen angesiedelt beim NCC und NCC Neuenhagen. So, und wo eine fünfte Kapelle ist, da kommt noch ein fünfter Marschblock. Das ist die betrifft. 1990 haben sie sich neu gegründet. Wir sehen an ihren Uniformen, dass sie in einer starken Tradition stehen, vor allem die Schützenfrauen mit ihren Veranstaltungen. Und wir haben zu Gast den Schützenverein aus Bad Pyrmont, Holzhausen. Wir sehen, dass sie auch schicke Uniformen anhaben, die ein bisschen anders aussehen als unsere. Da war ja die Tradition nicht unterbrochen, sie konnten ihre Armwahn, konnten sie ihre Tradition weiterpflegen. Unsere Sportvereine, die jetzt kommen, hallo, spielen Volleyball. Auf einer alten Traditionslinie, wenn Fremde nach Freienwalde kommen und immer an den Schanzen vorbeifahren, dann sind sie immer platt, dass in Freienwalde so ein großes Ding steht, auf dem man 70 Meter weit springen kann. So, wir haben natürlich auch einen dichten Wald um uns herum und einen Förster namens Grüße Herrn Rüffler und seine Mannen, die uns unseren Wald auch nochmal zur Erinnerung bringen. So, jetzt kommt ein Verein, der schon sehr viel Hilfe geleistet hat, der Verein für Beschäftigung und Qualifizierung, der seit 1992 besteht, mit Frau Dr. Roth an der Spitze. Dieser Verein betreibt eine Möbelkammer, mit der
Mitbürger versorgt werden, die sich nicht so teure Möbel leisten können, sehr lange in unserer Stadt begleiten wird und begrüßen können. Wir sehen auch, dass sie ganz gut ausgestattet sind, Blätter weggefegt werden, ja, dass es sauber ist in der Stadt. Unsere Stadt muss sauber sein, unsere Stadt sauber ist und schön aussieht. Manchmal sieht man auch diese Kleintransporter in der Stadt und Unternehmen mit am Fest zu kamen. Dass sie sich alle beteiligen, gibt es dann auch die Firma Pestke und sie halten unsere Wasserwerke in Ordnung. Kids und Co. heißt das Geschäft. An der Karl-Marx-Straße ansässig. Ja, das ist, wird immer wieder nachgefragt. Das ist eine Einrichtung, die es schon vor 100 Jahren. Nehmen Sie sich einen Eimer und werfen das Ticket bitte am zweiten Eimer. Bänke vorbereitet. Herr Panske und Herr Sprung. Hier, bitte runter. Weil das müssen Sie sich mal vorstellen. Ist heute extra aus Hamburg angereist, auch die Guinness-Richterin, die Guinness-Schiedsrichterin, die ja hochoffiziell alles im Blick hat. Sollen es werden, denn wegen der 700-Jahr-Feier, es müssen aber um den Weltrekord geschaffen werden. Was das mit Ihrem Körper macht und was Sie sich nachher gleich alles Gutes tun. Schon mal ein paar Küchentücher geben lassen, damit Sie sich nachher schon mal das erste Moor von den Fingern putzen und Waschanlage anmachen und sie sich an den Kopf. Noch jedenfalls die Ringe, die Eheringe, die Schmuckringe, egal wie wertvoll oder nicht, lieber abmachen, die verschwinden gerne im Ohren. Die Teile sind zwischendurch für dieses wunderschöne Wochenende. Und der Bürgermeister. Ja, von hier aus, wir haben noch. Na, 200 sind es mindestens noch. Also, es geht noch ein bisschen was. Aber wenn da nur noch 200 stehen. Das ist ein herrliches Bild. Und stellen Sie sich schön hin. Und wenn der Himmel jetzt ein wenig weint, dann ist das berechtigt. Er hat sich eine neue Aufgabe gesucht. Er war seit 2002 unser Kurdirektor. Der längste, den wir bisher je im Bad Freienwalde hatten. Und der auch sehr erfolgreich ist. Nicht immer wurde es so gewürdigt. Mögest du ein wenig Bad Freienwalde in Erinnerung behalten. Und wir hoffen, dass wir uns mal wiedersehen und fachlich immer wieder austauschen können. Herzliches Dankeschön. Der Herr Andreas Hensel, 33 Jahre jung, Diplomjurist, also jemand, der wirklich weiß, was er macht. Und ich nehme an, so wie der Bürgermeister angedeutet hat, wird er nicht nur in die Fußstapfen treten wollen, sondern eigene Gedanken einbringen, eigene Vorstellungen und hoffentlich dazu beitragen, dass Bad Freienwalde doch seine Moorheilbad-Anerkennung so behält, wie wir es uns alle gerne wünschen. Herr Hensel, ich begrüße Sie
in unserer Runde. Herzlichen Dank, dass Sie alle mitmachen hier bei uns heute. Dieser Weltrekord wird wahrscheinlich... Es hört jetzt auf zu regnen. Die Sonne geht auf. Auch mit unserer Schiedsrichterin jetzt hier aus Hamburg, der Guinness-Schiedsrichterin. Und damit beginnen wir auch gleich. Wir fangen noch mal ganz von vorne an für alle, die jetzt... Das wäre geklärt. Also das ist nicht viel. Das könnten wir schaffen. 15 Minuten lang Hände rein und nach 15 Minuten erstmal, sagt Herr Lüdecke gerade, geniale Idee mit den schwarzen Händen. Sehr schön. So, Lena, ich würde sagen, ich halte das Mikro und Sie sagen, wann es losgeht. Für den Rekord die meisten Menschen bei einer Moorbehandlung. 3, 2, 1, go! Ist es zu warm? Diejenigen, vielleicht einmal durch die Dame, die erweitert die Blutgefäße, dann kann man schon mal Meck und Schmerz nehmen. Ja, die Wärme lindert auch schon den Schmerz, aber das nochmal oben drauf. Gegen milden Widerstand, also Dreifachwirkung unseres schönen Moos. Deutlich über 40 Grad. Und zwar so heiß, wie jeder es aushalten kann. Und da dürfen wir, das ist sehr individuell. Und natürlich. Sehr gut. Liebe Lena, ich sagen, ich war dort, ich war dort. Ich habe die Fingergelenken, wenn da Schwellungen sind, hat oder auch rheumatische Erkrankungen, das am allerbesten, ja, weil diese entzündungshemmenden Stoffe ja so wichtig sind. Und aber auch bei allen degenerativen Erkrankungen, also das heißt Arthrose in den Fingern. Ja, und das haben auch schon viel früher die Menschen erkannt, dass solche Heilerden und das Morgen... Ich würde jetzt gerne Mäuschen spielen, über was redet man da eigentlich so? Ich lasse mir mal was einfallen. Das ist bestimmt ganz interessant. Mit der Musik wird es nichts, das heißt, Sie sind gefragt, zumindest Ihre Stimmung. Oh, da wird ein Knetrhythmus vorgegeben. Sehr beeindruckend. Der ist ein bisschen die Kampfrichterin, die läuft hier gerade so durch die Reihen. So hat die Uhr in der Hand. Wie lange noch? Wie lange noch, liebe Lena? Wir sind jetzt bei 7 Minuten 30. Ziemlich genau die Mitte. Wow! Wow! Die Hälfte ist schon so gut wie geschafft, meine Lieben. Und vor allen Dingen darf ja jeder seinen weiteren Weltrekord noch mit nach Hause nehmen. Das kann man ganz schön oft benutzen, denn das Moor ist leicht sauer. Das bringt einen Unfallzeitpunkt hier nicht aufgeführt. Und das können wir immer wieder machen, weil es nicht ja... Ich gehe da seit anderthalb Jahren und ich gucke da immer mal rein, was da so passiert. Und keiner ist... Ah, jetzt habt ihr's. Jetzt fängt die Moderatorin an zu singen. Also nee, die Stimmung macht ihr bitte. Geht's euch noch gut? Ich habe ein kleines Nein gehört, ich schwör's. Wer hat hier Nein gesagt? Wir haben gelernt, so ein Moorkneten ist auch ein bisschen kreislaufanregend. Also wem es nicht mehr gut geht, Hand nach oben und irgendwie ein Zeichen geben. Ja? Ich frage nochmal. Geht's allen gut? Ja! Ah, das war definitiv ein gutes Ja. Sehr schön. Und Spaß macht's auch noch, ne? Ja, also klar, das kennen wir doch noch. Gerade die Kiddies so schön mal offizielle Matschrobenmatte. Ja, da tut irgendwann einem der Rücken weh. Denn wir warnen immer davor, so in so einer halb vorgeneigten Haltung zu immer ein bisschen so. Auch auf den Rücken gucken. Ja, Sie haben auch noch was. Jemand steht schon neben mir und denkt sich, das ist ja der geilste Weltrekordversuch, den ich jemals beobachten durfte. Also das wird es. Moorkneten mit Laurentia oder wie? Ja, meinetwegen. Also ich höre die Musik quasi in meinem Innenohr. Ich stelle sie mir vor und sie sind so sportlich. Sie machen das wunderbar. Rhythmus ist im Blut. Moor an der Hand. Ich höre was. Und ich kann keine Volkslieder. Laurentia, wer? Ah. Wenn es doch alle mal Montag, Dienstag wär und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär. 10, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, Start! Einen Riesenapplaus, alle Hände und jetzt alle die Hände nach oben! Das gibt ein tolles Bild! Alle Hände! Alle Hände! Alle Hände nach oben! Zwei gerne auch zu Herrn Lüdecke, der freut sich, der weiß es nur noch nicht. Alle Hände nach oben. Dass wir das schön aufnehmen können hier. Wir haben auch schon ein bisschen abgewaschen vom Regen. Und wer möchte, darf jetzt applaudieren. Also, liebe Kollegin, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten. So lange wird es dauern. Machen Sie langsam. Wir haben 40 Waschmöglichkeiten, Waschplätze hier gleich um die Ecke. Unsere Karnevalsgesellschaft. Es zeigt sich, Bad Freienwalder kann schon noch was auf die Beine stellen. Ganz tolle Aktion heute, ein gutes Miteinander aller Bad Freienwalder. Und wir werden mal sehen, welche Zahl wir nachher geschafft haben. Hallo zusammen nochmal. Bad Freienwalde hat heute versucht, den Rekord, die meisten Menschen bei einer Moorbehandlung zu brechen. Zu brechen war die Zahl von 50 Personen. Aber es gab auch noch andere Aufgaben, wie wir vorher schon besprochen haben. Ich habe gerade die Verifizierung beendet. Und ich kann verkünden, die totale Zahl von heute, die Teilnehmerzahl von heute, beträgt valide 703 Leute und damit haben wir einen neuen Guinness World Records aufgestellt. Walde. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Guinness World Records Titel. Wie wir es sagen, ihr seid officially amazing. Und wie wir sagen, vielen Dank. Jetzt haben wir es aber auch offiziell. Wir sind officially amazing. 703 Moorkleter. Wahnsinn! Neuer Weltrekord. Das wird so abgerufen im Guinness Buch der Rekorde. Wenn Sie noch keins haben, unbedingt eins besorgen. Liebe Patienten, liebe Gäste von nah und fern, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Moorfest und heiße Sie herzlich willkommen hier im Kurpark Bad Freienwalde.
sein hier. Dann brauchen wir noch Brille. Wir müssen uns auch gut präparieren, damit wir hier mithalten können, outfit-technisch, mit all den Hoheiten, die gleich Platz nehmen. Eure Plätze. Und sehr schön, damals schon Lieblingsaccessoire, eine Art Schirmhut. Herr Schmidt, der Chef der Fachklinik, Geschäftsführer der Gastentherr und Frau Manske, die bereit waren in diese... Grüße Sie. Ja, also wenn, dann stand das in der Zeitung, dann weiß auch das Geheimnis des Moorrezeptes kannte. Mit seiner Frau, Fürsten Anton Radziwill, der sein Domizil. Der Deichhauptmann war der Chef der Organisation, die sich um den Hochwasserschutz zu kümmern hatte. Aus dieser Zeit mit der Tracht der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ratsherr betrifft und die Tatsache, dass wir so einen modernen Bau hier haben mit allen modernen Einrichtungen. Für diese Ehrenbürger Bad Freienwaldes bitte einen großen Applaus. Die